Sophia Thiel wird als Fitness-Influencerin zum Idol für Millionen Follower. Vor einigen Jahren taucht sie plötzlich ab. Der Grund? Burnout. Durch mehr Selbstliebe findet Sophia erst zurück in ihr Leben und dann auch wieder ins Rampenlicht. Bitte setz dich. Genau, das ist Sophia. Schön. Ihr kennt sie vielleicht aus unserem gemeinsamen Podcast oder durch ihre Gesamtexistenz. Vielleicht. Ja, freut mich. So kuschelig bei euch. Mhm. Und du warst die erste Fitness-Influencerin in Deutschland. Und dann gab es plötzlich einen Break. Mhm. Was ist passiert? Ja, da ist natürlich einiges in den Jahren passiert. Ich habe damals jetzt 2014 angefangen. Da war Social Media noch ein bisschen anders in den Kinderschuhen. Deswegen da Fuß zu fassen, war, glaube ich, so eine richtige Zeit am richtigen Ort. Und ich habe da das Bodybuilding für mich entdeckt. Und dann nach 5 Jahren, 2019, hatte ich dann so mein Burnout. Mhm. Mhm. Und der Burnout hat dazu geführt, dass du im Grunde dich einmal wie so ein wunderschöner Schmetterling oder wie ein Räubchen von der Raupe in den Schmetterling verwandelt hast und erst überhaupt zu der Person werden konntest, die du heute bist. Und das hat natürlich, genau wie fast alles im Leben, mit Selbstliebe zu tun. Du hattest einen Burnout und das bedeutet natürlich auch, dass man von der Seele angehalten ist, nochmal ganz scharf über sich nachzudenken. Mhm. Wie hast du dann gemerkt, dass der Mangel an Selbstliebe möglicherweise ein Thema für dich ist? Also mir ist immer schwierig, dass ich nicht einfach so drauf komme oder mal so zwischendurch, sondern ich muss erst richtig auf die Schnauze fliegen, dass ich dazu gezwungen werde, mich damit zu beschäftigen. Und ich schon über Jahre hatte ich keine Antworten, warum ich so ein selbstdestruktives Verhalten immer wieder habe und warum ich so mein Glücklichsein immer sabotiere. Und dann bin ich ja nach meinem Burnout nach Los Angeles geflüchtet. Mhm. Nicht für Hollywood-Glamour-Lifestyle, sondern ich wollte so weit weg wie nur möglich, damit mich keiner auf der Straße erkennen könnte. Und dachte, ja, dieser Ort wird mich dazu zwingen, wieder glücklich zu sein. Und dann geht es mir bestimmt wieder besser. Dann halte ich mich meine Trainings- und Ernährungspläne, habe ein Sixpack, komme zurück und alle sind glücklich und zufrieden bis ans Lebensende. Dieser Plan hat nicht funktioniert und war an einem für mich der auch schönsten Orte. Und es hat mir überhaupt nichts gegeben. Und da habe ich gemerkt, wow, so ich bin an meinem Tiefpunkt angekommen. War wirklich, war es sehr, sehr finster. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss einen komplett neuen Ansatz finden und möchte Antworten dafür suchen. Und habe erst mal gemerkt auch, wie hart und gemein ich eigentlich zu mir bin. Sophias seelische Erkrankung wurzelt in ihrer Kindheit. Schon als kleines Mädchen wird sie wegen ihrer Figur gemobbt. Wie hast du dann gemerkt, wenn ich mich wirklich mit mir liebevoll auseinandersetze, dann geht es mir besser? Es war bei mir auch nicht so, dass ich jetzt da auch von eben so einen Schnipper hatte und dachte, ah, jetzt funktioniert es. Sondern ich musste wirklich aktiv immer wieder mir ins Gedächtnis rufen. Also es war es damals, habe ich einfach so das als Zeichen von Schwäche gesehen. Zum Beispiel, ich habe auch unglaublich Probleme, allein zu weinen. Ich kann nicht wirklich weinen und keine Schwäche zeigen. Und das hat sich so gefühlt, so innerlich so ein bisschen abgestumpft und verhärtet. Und da halt dann wieder Gefühle zuzulassen und wirklich in sich hineinzufühlen, was die eigenen wirklich wahren Bedürfnisse sind. Ich finde, das gehört eben auch zur Selbstwertschätzung, weil ich damals gedacht habe, okay, wenn mein Körper jetzt müde ist oder erschöpft, dann soll er sich nicht so anstellen, sondern dann hauen wir erst recht rein. Und heute denke ich mir, ah ja, vielleicht sollte ich dann mich doch mal ausruhen und so. Und habe mich früher auch unglaublich schuldig gefühlt, mal zum Beispiel, wenn ich todmüde war, nachmittags ein Nickerchen zu machen, weil ich dachte, jetzt flackst du da einfach so rum, jetzt bist du unproduktiv. Und habe mich es hatte immer so einen inneren Drillcoach in mir, der kommt auch zwischendurch immer wieder mal durch, der irgendwie sagt, du könntest eigentlich irgendwie mehr machen und besser sein und mal wieder hier ein bisschen strenger sein. Aber ich denke, das sind einfach stetige Übungen und irgendwann wird es immer mehr zur Gewohnheit und man dringt immer besser zu sich durch.